Los geht's, genau, einmal zuwinken. Das finde ich immer sehr lustig hier mit dieser Hand, wenn man diese hochmacht, so ein bisschen High-Five-mäßig. Ja, guten Morgen und herzlich willkommen zu dem heutigen Happy Morning, zu dem, ja, Freitag schon wieder. Und hallo, guten Morgen auch. Und heute habe ich mir gedacht, heute möchte ich gerne mal wieder eine Mantra-Meditation machen. Denn ich liebe Mantren. Ich habe auch schon öfter mal erzählt, ja, von Mantren, was es eigentlich ist, was es für eine Bedeutung hat. Und im Grunde alles, was man so in einer gewissen Art und Weise immer wieder wiederholt, ist im Prinzip ja ein Mantra. Das kann ein ganz normales Wort sein. Es kann also auch ein deutsches Wort sein oder ein Satz sein. Es muss nicht klassischerweise eben ein Mantra sein in einer fremden Sprache, sagen wir es mal so. Aber heute habe ich eins rausgesucht in einer fremden Sprache. Ich glaube ehrlich gesagt, das ist Gurmukhi, was einfach daran liegt, dass das heutige Mantra aus der Kundalini-Tradition kommt und in Kundalini die Mantren häufig in der Gurmukhi-Sprache sind. Und sonst geht es ja häufig um Sanskrit, ne, um die Sanskrit-Sprache. Es liegt einfach daran, dass wenn man sich mal Indien anschaut, das wirklich sehr, sehr groß ist und die ganzen Kundalini oder soweit ich weiß, die meisten Kundalini eben aus dieser Tradition der Sikh sind, deswegen auch häufig mit diesen Turbanen oder die Männer da mit den langen Bärten oder so und das eben in der Sprache Gurmukhi ist, also so viel zu diesem Hintergrund. Aber ich bin mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht hundertprozentig sicher, aber soweit ich weiß, ist es eben im Normalfall Gurmukhi. Ich habe jetzt vorher gar nicht drüber nachgedacht, welche Sprache das ist, aber kann man ja im Zweifelsfall auch nochmal selber googeln. Nicht, dass ich hier was Falsches sage. Und im Kundalini ist es so, ich selber bin jetzt nicht so übermäßig viel im Kundalini bewandert. Das war Teil unserer Ausbildung. Und ich war auch für ein halbes Jahr mal im Kundalini-Yoga-Kurs. Das ist also nochmal so eine spezielle, sozusagen eine spezielle Art von Yoga. Es ist einfach ein ganz eigener Yoga-Weg, wo es immer darum geht, die Kundalini zu erwecken. Und die Kundalini ist, stellt man sich vor, als diese Energie, die sozusagen im Beckenbodenbereich sitzt und die wir dann aufsteigen lassen wollen, um uns dann mit dem großen Ganzen zu verbinden in Kurzform. Und dazu werden eben häufig auch Körperübungen gemacht, aber es werden auch ganz, ganz viele Mantren gesungen. Es geht ganz viel um diesen meditativen Aspekt auch. Und es ist aber so, dass ich die meisten Kundalini-Mantren sehr, sehr gerne mag. Also es gibt sogar, würde ich sagen, verhältnismäßig viel, viel mehr Kundalini-Mantren, die ich sehr gerne mag, im Vergleich zu den Sanskrit-Mantren. Also da gibt es auch viele, die mir einfach da nicht gefallen, aufgrund von der Art und Weise, wie die Wörter klingen oder wie es ausgesprochen wird. Und ich finde Kundalini-Mantren, die sind immer sehr weich und die sind immer sehr, ich weiß nicht, irgendwie, ich mag die gerne. Ich habe da einen guten Zugang zu. Und höre da ja auch gerne. Also ich höre mir die ja auch einfach so gerne an. Ich höre gerne wirklich Mantren. Und genau. Heute möchte ich ein Mantra mit euch teilen. Das heißt Ramadasa. So ist der Name dieses Mantras. Und normalerweise wird es gesungen, aber ich erspare euch das hier jetzt am Morgen für euch zu singen. Deswegen werde ich es einfach dann sprechen. Ihr könnt dann gedanklich mitsprechen, aber ihr könnt auch, wenn ihr wollt, es laut mitsprechen. Und ich verlinke euch aber dann nachher in der Beschreibung, in dem Blogartikel, ein YouTube-Video, wo ihr euch das anhören könnt, auch in der Variante, die ich immer sehr gern höre, nämlich von der Snatam Kaur. So heißt die gute Frau, von der es übrigens ganz, ganz viele sehr schöne Mantren gibt. Hashtag Werbung ohne Bezahlung. Genau, und Ramadasa ist eben ein sehr starkes Heilungsmantra, also wo es ganz stark um die Heilung für sich selber und für andere geht und wo eben diese Selbstheilungskräfte aktiviert werden. Und es wird gesagt, es wirkt auf mentaler, spirituellen, körperlicher und emotionaler Ebene. Und warum ich hier immer mal zwischendurch noch reinklicke, ich will euch noch die Bedeutung sagen. Das ist nämlich auch sehr, sehr schön. Ist ja eigentlich bei allen Mantren so, auch in diesen anderen Sprachen, dass die dann immer spezielle Bedeutungen haben. Und in dem Fall Ra symbolisiert die Sonne, Ma den Mond, Da die Erde und Sa die Unendlichkeit. Und es geht dann noch ein bisschen weiter mit Sa, Se, Sohang. Sa ist die Unendlichkeit
Sei symbolisiert das Du und Sohang steht für die persönliche Identität. Also sprich, das sind diese ganzen Elemente, die innerhalb dieses Mantras vorkommen und quasi angerufen oder aufgerufen werden. Und genau, wir starten da jetzt einfach gemeinsam mit diesem Mantra. Und dazu könnt ihr einen bequemen Sitz für euch finden. Ihr könnt es, wenn ihr euch zum Beispiel die Musik anhört, also wenn ihr euch das Mantra wirklich eine längere Zeit anhört zu Hause, könnt ihr euch dazu auch gerne hinlegen, so wie es euch einfach dann gefällt. Also das ist auch wirklich was, so einfach ein Mantra mal anzuhören. Das kann man auch sehr, sehr gut im Liegen machen und kann es einfach auf sich wirken lassen. Aber man kann auch immer schön mitsingen, was dann natürlich im Sitzen besser geht wie im Liegen. Aber von daher jetzt vielleicht einfach mal hinsetzen. Im Schneidersitz oder kreuzbeinigen Sitz oder auch auf dem Stuhl, so wie es jetzt gut passt. Und dann die Sitzbeinhöcker verwurzeln, gern schon hier die Augen schließen. Lass deinen ganzen Körper schon schwer werden. Verbinde dich hier mit deinem Untergrund. Richte deinen Oberkörper auf. Roll die Schulter nach oben, nach hinten, nach unten. Lass sie dann ganz tief nach unten sinken. Stell dir vor, wie an der Schnur deines Kopfes dich die Schnur nach oben zieht, aufrichtet. Und lass dann dein Kinn ganz leicht Richtung Brust sinken. Dein Brustbein schiebt nach vorne, dein Bauchnabel zieht ein bisschen Richtung Wirbelsäule, um deinen ganzen Rumpf hier zu schützen, zu stabilisieren, dass du nicht in so ein Hohlkreuz fällst. Und dann lass die Hände ganz locker auf deinen Knien liegen, entweder Handinnenfläche nach unten oder nach oben. Oder du kannst auch alternativ die Hände wie so eine Schale in deinen Schoß legen. Und dann komm jetzt erstmal ganz in diesem Morgen an, in diesem Freitagmorgen. Verbinde dich mit dir selbst, mit deiner eigenen Energie jetzt in diesem Moment. Beobachte deinen Atem. Dann atme tief ein, lass den Atem tiefer fließen. Und langsam und vollständig aus. Und noch einmal tief einatmen. Langsam und vollständig ausatmen. Und du kannst den Atem dann gleich noch einmal richtig tief fließen lassen, in den Bauch, in den Brustkorb und dann wie eine Welle ausatmen. Und dann starten wir jetzt mit dem Mantra. Ich werde es einfach immer vorsprechen, immer wieder wiederholen. Du kannst gerne dann mit einsteigen, du kannst mitsprechen, aber du kannst auch für dich einfach im Kopf mitsprechen. Ra, ma, da, sa, se, so, hang. 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 Ra, ma, da, sa, se, so, hang.
Ra, ma, da, sa, sa, sei, so, hang. Ra, ma, da, sa, sa, sei, so, hang. Ra, ma, da, sa, sa, sei, so, hang. Ra, ma, da, sa, sa, sei, so, hang. Ra, ma, da, sa, sa, sei, so, hang. Ra, ma, da, sa, sa, se, 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 so, hang. Atme noch einmal tief ein und aus und bleib noch für einen kleinen Moment in der Energie dieses Mantras. Leg deine Hände auf deine Brust, auf deinen Herzbereich. Und stell dir vor, wie diese Heilungsenergie, diese klare, frische, strahlende Heilungsenergie durch deinen Körper fließt. In jede Körperzelle. Und dich genauso heil macht, wie du das in diesem Moment brauchst.
Und dann geh jetzt noch an einen Moment der Dankbarkeit. Stell dir die Dinge vor, für die du jetzt in diesem Moment gerade dankbar bist. Kannst du dir einfach aufzählen oder in das Gefühl reingehen, in diesen Moment noch einmal hineingehen. Spür dich hinein. Und dann atme noch einmal tief ein. Bitte ausatmen, lass die Hände nach unten sinken. Beginn langsam deine Schultern zu bewegen. Roll die Schultern nach oben, nach hinten, nach unten. Spür wieder deine Sitzbeinhöcke. Atme ein, nimm die Arme nach oben, reck dich, streck dich. Mach dich ganz lang. Atme aus, lass die Arme nach unten sinken, wenn du magst. Gähne dabei. Und atme noch einmal ein. Und mit der Ausatmung öffne deine Augen. Und dann sei wieder ganz im Hier und Jetzt. Seid ihr alle wieder da? Ich kann auch mal kurz reagieren oder im Chat schreiben. Ja, das ist einfach ein besonderes Mantra. Sowohl schon auch einfach beim Sprechen. Ich finde, noch kraftvoller ist es beim Singen oder beim Anhören einfach. Also deswegen in dem Blogbeitrag verlinke ich euch nachher auch einfach gerne ein Video dazu. Und oder falls ihr irgendwie Spotify habt oder so, dann könnt ihr auch da einfach mal googeln nach Rama Dasa. Bin noch da, sehr gut. Und euch das anhören. Das gibt es wirklich, also Mantren gibt es häufig auch von ganz, ganz vielen verschiedenen Sängern, von verschiedenen Interpreten. Und da könnt ihr für euch einfach auch mal gucken, was euch am besten gefällt, auch bei anderen Mantren. Ne? Manchmal liegt es einfach nur in der Art und Weise, wie jemand singt, dass man da keinen Zugang zu hat. Aber ansonsten ist das wirklich eins von diesen, ja, immer guten, immer kraftvollen Mantren. Und ja, das wollte ich euch heute einfach mit auf den Weg geben. Zu diesem, für das Wochenende sozusagen, als Energie, mit der ihr ins Wochenende starten könnt. Gut, meine Lieben, das war's für heute. Ich freue mich, wenn wir uns im Laufe des Tages zum Beispiel auf Instagram sehen. Ich kann auch gerne nochmal erwähnen, dass es ja immer die Möglichkeit gibt, euch auch bei mir online auf der Webseite auf christinerab.de, dass ihr euch da für Newsletter eintragt, für die Seelenpost. Dann gibt es normalerweise einmal in der Woche eben Post direkt ins E-Mail-Fach. Manchmal auch ein bisschen mehr, wenn es irgendwie andere Infos noch gibt, aber sonst einmal in der Woche. Und es gibt natürlich immer die Möglichkeit, einzeln mit mir zusammenzuarbeiten, im Einzelcoaching mit Body Soul Mind Sessions und dafür auch einfach gerne melden. Am besten direkt über die Website, dann können wir da einfach nochmal genauer drüber sprechen, was, wie, wo, ob das das Passende, das Richtige für dich ist oder auch nicht. Und genau, wir sehen uns, wir hören uns. Schönes Wochenende und lieben Dank. Dankeschön, das wünsche ich dir auch oder wünsche ich euch auch. Und wie gesagt, ich glaube, wir sehen oder wir lesen uns da sowieso nochmal. Ihr Lieben. Macht's gut, lasst es euch gut gehen. Könnt ihr einfach selber schon mal jetzt direkt gleich nach dem Mantra suchen, könnt es euch noch eine Runde anhören. Es ist einfach super, super schön und ich wünsche mir natürlich immer oder freue mich drüber, wenn so das, was mich so erfüllt oder die Sachen, die ich so toll finde, wenn ich die weitergeben kann und wenn ihr die dann im besten Fall natürlich auch gut findet. Aber wenn ihr es blöd findet, ist
ist auch gut, ist einfach manchmal so, aber in dem Fall ja, könnt ihr einfach selber mal googeln und mal euch das anhören. Ihr Lieben, ein schönes Wochenende. Ich freue mich, wenn wir uns Montag wiedersehen. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Tschüss.